Guten Morgen. Heute geht es um ein Buch, das einige von euch vielleicht kennen, ein Kurs in Wundern. Das ist ein Buch, was sehr, sehr viel Einfluss auf diese Welt gehabt hat und immer noch hat. Sehr viele Menschen auch in Deutschland sprechen von diesem Buch und ich habe nun dank Jasmin von ihrem Kanal Grün im Herz und frei im Kopf und Regenbogen ist alles gut. Ich weiß nicht ganz genau, wie er heißt. Das ist ein Riesenname. Ich verlinke euch aber ihren Kanal unten in der Infobox. Auf jeden Fall da auch mal reinschauen. Und sie hat mir dieses Buch quasi erstmal als Leihgabe zur Verfügung gestellt, um dass ich da ein bisschen schmökern kann und auch endlich mal in den Genuss komme, dieses Buch lesen zu dürfen. Dieses Buch ist immer noch erhältlich. Das kostet allerdings irgendwas zwischen 40 und 80 Euro in der deutschen Fassung. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer. Aber umso besser ist das natürlich, dass ihr nun ja, von mir eine Rezension bekommt und dann selber entscheiden könnt, ob ihr das Buch euch wirklich zulegen wollt oder nicht. Das Buch sind quasi drei Bücher. Das ist ein Textbuch, ein Übungsbuch und ein Handbuch für Lehrer. Das sind tatsächlich drei Bücher, die in dieser einen Ausgabe zusammengefasst sind. Ganz am Anfang, was sehr ungewöhnlich ist, ist, die Blätter sind so extrem dünn, wie man das nur von der Bibel kennt. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen einem Kurs in Wundern und der Bibel. Auch hier ist alles in ja, mehr oder weniger Versen geschrieben. Das heißt, hier ist alles nummeriert. Es gibt natürlich die Kapitel und ja, und dann gibt es halt eben die Zahlen, damit man dann ganz genau sagen kann, ja, in die große Verbindung, Absatz 2, steht geschrieben, es gibt einen Weg, Gewissheit gleich hier und jetzt zu finden. Zum Beispiel, ich habe jetzt einfach irgendwas aufgeschlagen. Das heißt, ja, rein formal ähnelt es sehr der Bibel. Den Anspruch, den dieses Buch hat, ist auch ähnlich gelagert. Es geht einfach darum, quasi alles zu erklären. Alles, wo man sich die Fragen stellt, alles, was im Verstand ist, alles, was Wunder sind. Alles, was wir sozusagen nicht einfach so für uns als normal erachten, zum Beispiel, wenn ich den Stein fallen lasse, dass der runterfällt, sondern Dinge wie den Sinn des Lebens, was ist nach dem Tod, was ist Liebe, all diese Dinge, die wir eben nicht ganz genau benennen können, dazu wird hier Stellung genommen und Aufklärung betrieben. Das Buch sagt selber, dass Worte eigentlich nie der Wahrheit entsprechen können. Worte sind immer auch nur ein Hinweis. Und Worte können, wenn sie, und das ist dann der Wortlaut des Buches, durch den Heiligen Geist gesprochen werden, auch dazu führen, dass es zu einer Erkenntnis kommt, dass man in die Realität kommt. Generell unterscheidet das Buch eben zwischen, was heißt es unterscheidet nicht? Also das Buch sagt grundsätzlich von der Grundaussage her, dass es alles eins ist. Das ist nichts Neues, das ist jeder Spirituelle, der auch schon eine Erleuchtungserfahrung gehabt hat oder der sich das von mir aus auch erschließen kann durch seine Gefühle, der, wenn er das ausspricht, der dann ein sehr starkes Gefühl der Resonanz hat, der weiß das. Und das ist in der Form nichts Neues, aber für viele ist das eben immer noch nicht greifbar. Der Autor oder die Autorin war das, glaube ich, oder die Autorin, haben dann versucht, das eben halt doch tatsächlich in Worte zu fassen. Und generell unterscheidet das Buch halt dann doch in die Welt der Erkenntnis und in die Welt der Wahrnehmung. Die Welt der Wahrnehmung, das ist die Welt des Ichs, was wir wahrnehmen, wie ich sehe oder wie ich höre. Ich sehe mit meinen Augen und ich höre mit meinen Ohren. Das ist die Welt, die wir alle kennen, die Welt der Wahrnehmung. Nur gibt es eben Dinge, die wir uns nicht erklären können. Und die bezeichnen wir dann als Wunder oder als unerklärliche Phänomene. Und diese Wunder sind der Schlüssel zur Erkenntnis. Und das ist sehr schön, dass ich das so geschrieben vorgefunden habe, weil genau das ist eben auch, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin.
dass ich eben nicht alles sein kann und dass es weit mehr gibt als das, was ich wahrnehme. Ich bin über die Demut gegangen, weil ich habe das schon häufiger in den Videos gesagt, ich habe das Universum gesehen, mir wurde erklärt, es ist alles unendlich und dann habe ich realisiert, ui, das verstehe ich nicht. Und dann bin ich in die Demut gegangen und dann bin ich eben in das Buch würde sagen, in das Wundern gegangen und habe das Wunder angenommen und habe das Wunder gefühlt. Und durch diese Demut und nicht der Versuch, das zu erklären, sondern einfach durch die Akzeptanz des Wunderns und durch die Beschäftigung damit, mit dem Wundern, mit einer gewissen Dankbarkeit, mit einem gewissen Interesse, aber rein gefühlstechnisch, außerhalb des Verstandes, kommt man denn zur Erkenntnis irgendwann. Und ja, das ist halt auch so der Weg des Buches. Das Buch, muss man immer dazu sagen, spricht von Gott, spricht von Jesus, spricht von all diesen aus dem Christentum überlieferten Dingen, die ja einfach nur Namen für etwas sind, was jeder Gläubige spürt. Der Moslem spürt dasselbe wie der Christ und der Christ dasselbe wie der Taoist. Ja? Da gibt es keine Unterschiede in den essentiellen Dingen. Aber hier haben wir nun mal ein Exemplar von einem Christ geschrieben oder von einer Christin und ja, dann ist das eben so. Man muss da halt eben immer etwas abstrahieren und wie das Buch ja auch quasi empfiehlt im alltäglichen Leben, und das gilt natürlich auch für das Lesen eines Buches, gar nicht die Worte an sich aufnehmen, sondern das, was dahinter steht. Das ist übrigens auch ein sehr guter Ratschlag für Menschen, die Probleme haben, mit anderen Menschen zu interagieren, weil sie sich verstandesmäßig ganz häufig konfrontieren, sondern in der Situation einfach das Gefühl gehen, was steht dahinter, warum regt sich jemand auf, doch meistens nicht wegen tatsächlich der Kleinigkeit, sondern weil er viel massivere Probleme hat und das ist einfach nur ein Ventil. Und ja, das wird in dem Buch sehr, sehr schön dargestellt. Auch das Ich, diese Illusion, dass wir ja für uns existieren, dass wir gar nichts mit allen möglichen zu tun haben, für dem Buch sehr schön dargestellt, dass das Ich auch immer mit einer Erhöhung verbunden ist. Ich möchte etwas für mich erreichen. Ich bin besonders, also ich werde von mir selber, von dem Selbst besonders wahrgenommen. Und ja, das Buch beschreibt es als Unehrlichkeit, weil es eben nicht der Realität entspricht, der Realität, die wir nicht verstehen können, die wir nur fühlen können. Und ja, entsprechend ist die Welt, die reale Welt, die auch die Welt der Liebe genannt wird, oder die Liebe an sich, das ist die Wahrheit, das ist die Realität und das ist verbunden mit Offenheit, das ist verbunden mit Transzendenz, mit Durchlässigkeit. Und entsprechend, wenn man diese wunderbaren Eigenschaften in sein Leben mit einfließen lässt, kommt man der realen Welt näher und dann läuft man sehr häufig mit einem Lächeln rum und weiß, dass alles gut ist und weiß, dass alles richtig ist. Und ja, das ist das, was auch das Buch versucht eben wiederzugeben. Und wenn man wie ich das schon erfahren hat oder an dem Punkt schon ist, wo man das weiß, wo man das natürlich nicht immer lebt, wo man auch oft gefangen ist in der normalen, in dem Selbst und so weiter, ist aber sehr, sehr schön zu lesen, das Buch. Es liest sich wie eine Wohltat. Für die Menschen, die das schon erfahren haben. Für die anderen, die werden das mit Interesse verfolgen. Die werden das durchaus auch kritisch aufnehmen, was darin enthalten ist. Aber letztlich ist es ein sehr, sehr guter Versuch, die Realität, die mit dem Verstand eigentlich nicht wiederzugeben ist, dann doch irgendwo wiederzugeben. Ja, dann nochmal was ganz Einfaches und was sehr, sehr Schönes. Das Buch hat 2 Lesezeichen. Ich vermisse das bei sehr vielen Büchern, gerade die sehr viel mit Verweisen arbeiten und mit ja, wissenschaftlichen Studien, dass sie nur ein Lesezeichen haben. Und das bei den Studien und bei den Verweisen muss man dann immer wieder ja, die Seiten suchen und das kostet wertvolle Zeit. Ich finde, das kostet wirklich kaum was. Dieses 2. Lesezeichen ist aber sehr, sehr wichtig. Für mich auf jeden Fall. Also ich habe immer ein 2. Lesezeichen. Ja, entsprechend am Start und diese Lesezeichen aus Stoff, die so eingearbeitet sind, sind einfach ja, wunderschön und deswegen, ja, das Buch hat 2 Lesezeichen. Gut, also, versuche das nochmal etwas zu erweitern und vielleicht noch ein bisschen tiefer zu gehen, weil das Buch einfach so zu rezensieren als normales Buch, das wird
der Komplexität und der Bedeutung auch dieses Buches überhaupt nicht gerecht. Komplexität deshalb, weil es schafft, die Worte, dass sie sich gegenseitig aufheben. Worte sind sehr kompliziert. Worte verbindet man immer auch mit Emotionen. Und so wird man schnell bei vielen Büchern, gerade im Bereich der Ernährung und auch des Glaubens, in eine Richtung gelenkt. Dieses Buch schafft es, dass alle Worte sich quasi austarieren, dass alle Worte in Waage kommen und dass man nach dem Lesen des Buches ein tiefes Gefühl für diese Einheit hat. Und entsprechend ist das dann eben auch von immenser Bedeutung für sehr, sehr viele Menschen oder hat das Potenzial von immenser Bedeutung zu sein. Wir in unserer Wahrnehmung, mal so ein paar Eckpunkte, wir in unserer Wahrnehmung denken linear in der Zeit. Wir denken, es gibt auf dem Ende, es gibt einen Anfang. Wir denken in Form, wir denken nicht in Energien, sondern wir denken in Form. Wir nutzen oft das Argument der Energie, aber als ein Hilfsmittel. Dass tatsächlich alles nur Energie ist und überhaupt keine Form existiert, das ist ganz schwer für uns anzunehmen. Physiker können das, die können sehr gut relativieren, aber wir Normalmenschen, die halt nicht tagtäglich mit Relativitätstheorie und Quantenmechanik zu tun haben, wir tun uns da schon etwas schwerer damit. Also das Buch schafft es, das Nicht-Lehrbare, das Nicht-Beschreibbare tatsächlich dann doch irgendwo zu beschreiben. Das heißt, das Buch versucht tatsächlich, das Wunder in uns zu erzeugen und das damit einhergehende Interesse und dann über das Nicht-Verstehen, über ein Gefühl oder über, das Buch nennt es ein Gebet, über das Gebet hin zur Liebe zu kommen, hin zu einer Welt oder zu der Welt, zu der Realität. Und ich kann dieses Buch absolut bedenkenlos jedem empfehlen. Und ich hoffe, ich kann das Buch noch ein bisschen behalten, weil das Buch ist, ich habe das Buch jetzt durchgelesen innerhalb von einer Woche und das Buch ist aber voller Schätze und voller Anregungen, gerade diese Waage zu schaffen, jemanden etwas zu erklären mit dem Verstand, was außerhalb des Verstandes liegt und derjenige durch die Worte ein Gefühl bekommt von Einheit. Und das ist die große Leistung des Buches. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von einem Kurs in Wundern. Ich kann es absolut gut nachvollziehen, dass sehr, sehr viele Menschen davon schwärmen. Und trotz meiner anfänglichen Skepsis, weil gerade was im Bereich spirituelle und teilweise eigentlich fast ausschließlich esoterische Bücher auf dem Markt ist, da habe ich schon echt oft ganz schön zu schlucken. Und dieses Buch ist wirklich ein Meisterwerk. Dieses Buch ist ein Meisterwerk und gehört eigentlich in jeden Bücherschrank für denjenigen, der sich tatsächlich mit der Realität, mit der tatsächlichen Realität auseinandersetzen möchte, der auch den Wunsch hat, daran zu arbeiten, weil, wie schon sagt, hier sind drei Bücher. Das eine ist das Textbuch, das ist der große Teil, und dann ist auch ein Übungsbuch enthalten und dann noch ein Handbuch für Lehrer. Das Handbuch für Lehrer, da werden einfach Fragen in den Raum gestellt und die werden beantwortet. Und das Übungsbuch ist ein tatsächliches Praxisübungsbuch. Und es ist unglaublich, wie viele von diesen Übungen die fast absolut deckungsgleich sind mit den Gedanken oder eben entsprechend Übungen, die ich gemacht habe. Und meine Übungen, die ich gemacht habe und das, wie ich für mich meine Realität gefunden habe und den Zugang dazu, der war fast ausschließlich intrinsisch. Natürlich habe ich einige Inspirationen gehabt, aber konkrete Übungen eigentlich gar nicht. Und deswegen, es erfüllt mich sowas von mit Freude und mit einer Leichtigkeit und mit einem alles ist gut Gefühl, dass diese Übungen, die hier enthalten sind, quasi genau das ist, was ich
schon immer so gelebt habe oder was, wo ich selber am Anfang, wo ich dann noch meine Probleme hatte mit diesem ganzen, alles ist Liebe und wir sind alles eins, ne? Also das in den Verstand zu bringen, ja, wo ich das wunderbar zusammen, wo das wunderbar zusammenging. Und ja, also ist, ich kann es natürlich nicht für jeden empfehlen, ne? Für jemanden, der total im Denken ist, der wird das Buch total wegschmeißen, aber für jeden ernsthaften Menschen, der die Energien spürt, der spürt, dass etwas Größeres existiert als das Ich, für denjenigen ist das wirklich eine absolute Kaufempfehlung, ein Kurs in Wundern, absolute 5 Sterne. Ich werde das Buch mit Sicherheit auch dauerhaft in meine Linkliste unten reinnehmen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin auch sehr, sehr dankbar der Jasmin, dass mir sie das zur Verfügung gestellt hat und dass ich das erstmal behalten kann und da reinlesen kann. Und wie gesagt, ihr Kanal habe ich unten verlinkt. Als kleines, ja, eine kleine Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ich war früher auch immer dankbar, wenn mich mal ein großer Kanal genannt hat und also ein größerer Kanal. Ich bin auch noch kein großer und werde auch nie ein großer werden mit meinen Thematiken. Aber ja, das als kleines Dankeschön und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr bei ihr vielleicht mal reinschaut und wenn sie euch sympathisch ist, ihr einfach die Chance gibt, mal sie zu abonnieren und mal zu gucken, was da so kommt. Ja, das soll es gewesen sein und den Link zu dem Buch, was auch bei Amazon noch zu kaufen gibt, allerdings glaube ich nur über Gebrauchtquellen, zumindest war das bei mir damals so, das ändert sich natürlich auch immer, werde ich euch unten reinpacken und bin sehr gespannt, ob das Buch auch schon jemand gelesen hat und ob er meine Einstellung dazu teilt. Ich denke da an einige Menschen, der Marlon zum Beispiel, der würde es mich sehr interessieren, also nicht der von War Future, sondern andere Marlon und ja, der ein oder andere, der da kommentiert, für den ist das so echt so eine ganz, ganz starke Empfehlung. Das ist einfach echt richtig, richtig wertvoll, gut und es braucht eigentlich, glaube ich, kein anderes Buch. Wenn ihr das Buch verstanden habt, wenn ihr verstanden habt, was es sich bedeutet, zu wundern und das zu akzeptieren, dann, ja, dann habt ihr es geschafft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.